Willkommen zurück. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 51 von Let's Play Departed 2. Und ja, nach einigem Hin und Her haben wir es geschafft, die vier Geschäfte des Waffenschmuggelkartells einzunehmen. Das heißt, wir haben jetzt größere Magazine und wir haben auch unsere Position in Miami wieder einigermaßen gefestigt. Nun wird es eigentlich Zeit, langsam mal nach Kuba zu gehen. Allerdings muss ich hier noch ein paar Dinge erledigen, beziehungsweise in New York. In New York haben die Manganos und die Almeidas ja auch hier ein Geschäft von uns übernommen. Und ich werde das einfach mal zurückerobern lassen durch meine Leute und zwischenzeitlich mal noch das Restliche, was es hier in Miami noch so gibt, so die Safes und so, werde die mal noch beziehungsweise ausplündern, ausräubern, ja. Also, viel Spaß bei dieser und den nächsten Folgen. Tschüss. So, sie kontrollieren jetzt das Waffenhandelkartell. Kartellbonus größere Magazine. Die Waffen ihrer Familie haben eine größere Munitionskapazität. Wunderbar. Ja, und ich würde sagen, kann ich einen von den Leuten da... Nein, das ist kein Ding. Aber im Prinzip könnte ich mir jetzt einen von meinem Team... Ah ja, genau, Wachen ist sehr wichtig, dass wir jetzt Wachen einstellen. So. Haben wir jetzt überall Wachen, weil ich möchte das nicht nochmal erobern. So. Und jetzt ihre Familie. Ich brauche einen Spezialisten für Safe. Dann nehme ich mal dich. Und ihr anderen, damit euch nicht langweilig wird, geht ihr mal nach New York und übernehmt da schön die Sweet Life Bakery. So. Und da war noch was, was attackiert wird. Und zwar von den... Ah, das sind wir aber in der falschen Stadt. Ja, ich weiß. In Florida wird irgendwas noch von den Manganos attackiert. Ah, hier. Aber da schlagen sich unsere Wachen eigentlich ziemlich gut. Da, denke ich, brauchen wir nicht einzugreifen. So. Soldaten müssen bewaffnet sein, Cap. Du musst dafür nur ein bisschen was vom Waffenschmuggel abzweigen. Genau. Kann ich hier abkürzen? Ja, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Schade. Oder vielleicht doch? Doch, kann ich. Super. Genau, was wollte ich jetzt eigentlich hier noch tun? Mich neu ausrüsten. Oh shit, ich wollte den Safe. Ah, ich Idiot. Ich wollte den Safe noch knacken. Scheiße, stimmt. Ja, genau das wollte ich ja. Ich wollte jetzt eigentlich alle Safes von den Geschäften, die mir erobert haben, zumindest mal alle Safes einnehmen. Noch ein paar Monopole mehr und wir sind die fettesten Katzen der ganzen Stadt. Eigentlich könntet ihr beiden... Na, aber komm, das machen wir anders. Nur noch ein Zylinder. Ich hab's gleich. Willst du sehen, was hinter Tor Nummer 1 ist? Ja, ich schaue in der Zwischenzeit mal, was, wie viele Safes wir eigentlich hier in Florida noch knacken müssen. Also New York haben wir alle. Basso Oil Raffinery gibt es einen. Lucius, Aristocrat, Foreplay, Granados, Baustelle, Mangano Anwesen, Global Storage, Jersey Bar, okay. Gut, das sind ja alles Dinge, die wir finden. Soldaten müssen bewaffnet sein, Cap. Du musst dafür nur ein bisschen was vom Waffenschmuggel abzweigen.
Was liegt dort noch? Du machst dir echt einen Namen, Dominik. Als so. Killermaschine. Genau. Ja, jetzt schaue ich mal auf der Karte, was da... Ich möchte da natürlich ein bisschen eine Route, dass wir da nicht kreuz und quer umeinander fahren. Also... Jersey Bar Global Storage. Okay. Warte mal schnell. Das ist Global Storage. Okay, Almeida for the safe. Okay. Jersey Bar haben wir noch nicht. Und Global Storage auch nicht. Okay. Mangan-Anwesen haben wir auch nicht. ABF-Baustelle haben wir auch nicht. Lucius Aristocrat for Play. Foreplay Aristocrat Lucius, genau, das sind nämlich die und dann natürlich hier noch das Anwesen. Okay, gut, dann werden wir mal ein bisschen auf Safe Tour gehen, ja, während unsere Jungs in New York da mal ein bisschen Geschäfte einnehmen, dann haben wir nämlich wieder New York in unserer Hand. Hier in Miami sieht es auch gut aus, dann können wir uns dann langsam auf Kuba konzentrieren. Weil ich werde zuerst Dominik, lass mich ans Steuer. Die Almeidas komplett ausschalten, also auch mit dem Anwesen, und dann erst die Manganos. Sind beide zwar relativ schwer, ich glaube die Almeidas sind sogar noch ein bisschen schwieriger als die Manganos, aber naja, das sollte schon schief gehen. War das gerade ein Ort von uns, der angegriffen wird? Komm, zur Sicherheit gehen wir da doch. Ich möchte das nämlich nicht nochmal erobern. Das war nämlich ein riesen Lagerhaus mal wieder. Und da. Er braucht Hilfe! Schnell! Wir alles kurz und klein. Ich renne einfach allen hinterher. Du machst Ärger hier? Vorsicht! Komm schon! Ich hab ihn! Ich starre am Bach! Der nächste geht zwischen die Augen! So. Und das war's auch schon. Wie sieht es in New York aus? Ich möchte mal schauen, ob wir da am Gewinnen oder am Verlieren sind. Ah, ja, ja. Gut, das wird schon bald uns gehören. Ich glaube, fürs Maison Rouge schicke ich alle an. Nein, kann ich ja gar nicht. Kann ich ja gar nicht. Ich brauche ja einen Safe-Knacker. Aber dann nehme ich, glaube ich, einen, der... Ja, nicht gerade den Bill, weil der Bill ist doch recht schlagkräftig. Der wäre noch von Vorteil, wenn wir den fürs Geschäft übernehmen einsetzen. Und jetzt müsste ich eigentlich links. Manganos attackieren das Basso Oil Depot, okay. Ja, aber das sollten unsere Wachen schaffen. Also das sollten sie jetzt wirklich schaffen. So, Lucius Entertainment.
Wir werden angegriffen. Sie wollen ihr Revier zurück. Hey, Guapo. Gefalle ich dir? Ihr gefällt mir alle. Wo war hier nochmal der Safe? Jetzt brauche ich einen Schläger, aber habe ich wahrscheinlich keinen. Nö, die greifen gerade alle irgendwas an. Okay. Mann, du bist die schärfste Strikeout. Ah, die haben die Sweet Life Bakery genommen, okay. War ein großer Wurf. So. Die Idioten wissen gar nicht, was. Und jetzt schicke ich euch ins Maison Rouge. Warte, dass ich mal kurz schauen, wer welche Fähigkeiten hat. Also ich brauche einen Schläger und Ingenieur. Nein, Ingenieur, ich brauche einen Safe-Knacker. Einen Schläger. Einen Schläger und einen Safe-Knacker brauche ich. Gut, Safe-Knacker, Schläger, da werde ich wahrscheinlich die alle schicken, okay. New York. So. Was sagst du für einen Fünfer? Hey, du. Hast du eine Schwester? Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.